So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich habe ja versprochen, dass es heute wieder hier losgeht mit dem Sauerteigfüttern. Ich nehme mich mal kurz raus. Ich habe hier einen ganz fantastischen Handyständer heute. So, dieses Glas. Ich stelle es mal kurz zur Seite. Den brauche ich gleich, wenn ich euch nämlich zeige, wie ihr diese zwei Sauerteige füttert. Das ist Dora Dinkel und Lara Ligevito. Ich habe mich vor kurzem dazu entschlossen, meinen Sauerteigen Namen zu geben. Bei dem glutenfreien sind noch Vorschläge möglich. Wir haben uns noch nicht final festgelegt. Vielen lieben Dank für eure Vorschläge, die ihr bisher dazu eingesendet haben. Habt wirklich echt süß. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie euch dieses Video gefallen wird. So. Also hier Lievito Madre, ein milder Sauerteig, der nicht nur zum Brot, Brötchen und Baguette backen da ist, sondern auch ganz wunderbar für süßes Gebäck. Also den kann man tatsächlich für alles nehmen. Dann habe ich hier noch Dora Dinkel. Die haben wir so umgetauft. Der geht es ein bisschen schlechter als den Lievito Madre, wobei... Naja, der schmeckt schon sehr sauer. Da hat sich Karmhefe gebildet. Also ich zeige euch erstmal hier die Lara. Das habe ich ja gestern schon mal kurz gemacht, aber für die, die nicht dabei waren. Oben ein bisschen angetrocknet, das war ganz oben hin. Ich habe noch was zum Backen genutzt. Ein bisschen ist verfärbt. Da könnt ihr es jetzt besser erkennen. Das ist aber halt einfach wirklich ein bisschen ausgetrocknet. Das liegt daran... Bei diesen Weggläsern ist normalerweise beim Deckel ja so eine Gummilasche, die man hier hinmacht. Dann befestigt man das mit einem Henkel und dadurch bleibt das innen schön feucht und geschmeidig und trocknet nicht aus. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin da manchmal tatsächlich ein bisschen einfach gestrickt und mache es dann so, dass ich eben schnell den Sauerteig fütter. Reinstelle einfach nur kurz den Deckel drauf und meistens backe ich ja früh genug, so dass der gar nicht austrocknet. Jetzt habe ich ja gestern schon erzählt, dass ich aufgrund unseres Umzugs einfach nicht dazu gekommen bin, den Lievito Madre als aber auch hier den Vollkornsauerteig zu füttern. Und deswegen geht es denen gerade nicht so gut. Das möchte ich jetzt wieder in Ordnung bringen und mich um diese kümmern, damit ich auch endlich wieder tolle Brote backen kann. Im schlimmsten Fall, wenn ihr selber einen Sauerteig habt, lohnt es sich, eine Kopie herzustellen. Dann macht ihr so einen sogenannten Trockensauer. Wie das geht, wenn ihr Lust habt, euch das anzuschauen, dann teilt es mir gerne mit. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich sonst schon ganz viele Videos dazu gemacht, aber ich mache auch gerne nochmal so ein Live dazu. Das finde ich tatsächlich ganz interessant, dann habt ihr es wirklich nochmal alles so zusammen. So, und jetzt wollen wir mal starten. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mit Sauerteigen arbeitet oder auch mit Hefeteigen, dann geht es vielleicht euch so wie mir. Es gibt manchmal so Fruchtfliegen. Ich habe da gerade eine gesehen und deswegen habe ich jetzt hier was vorbereitet. Ich habe hier so ein, ja, ich weiß gar nicht, was das war. Da war ein Gewürz drin oder so. Da habe ich das Fass bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt, ganz normal im Leitungswasser. Und dann habe ich hier Apfelessig. Den habe ich selber hergestellt. Falls ihr Lust habt zu sehen, wie einfach und unkompliziert das geht, dann sagt Bescheid, dann mache ich das mal. So, Moment. Jetzt ist die Zeit für meinen coolen Handyständer hier. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut hören. So, also, ihr habt hier den Apfelessig. Ich nehme immer am liebsten naturtrüben, ist auch selber hergestellt, weil da sind die ganzen Trübstoffe drin, das ist gesund und gut. Ihr könnt aber auch jeden anderen Essig aus dem Laden nehmen. Seht ihr, da ist gerade so eine blöde Fruchtfliege. So, zu dem Wasser gebt ihr jetzt Essig. Das ist jetzt hier ein Rest von mir. Ich habe aber noch was im Vorratsraum und dann fliegt sie hier auch schon, die Fruchtfliege. So, hier, seht ihr sie? Ha! Das hat die gerochen, das findet die toll. Und darum geht's. Wir wollen die jetzt einfangen. Jetzt müssen wir das hinkriegen, die Oberflächenspannung von der Flüssigkeit zu durchbrechen. Das heißt, wenn die Fruchtfliege, wie sie es sonst tun würde, sich hier an der Flüssigkeit laben möchte,
kann sie das nicht und ertrinkt qualvoll. Das nehme ich jetzt in Kauf. Ich habe hier jetzt Spülmittel. Da gebe ich maximal einen Tropfen rein. Na? Zack. Nicht mehr. Macht ihr da mehr rein, dann habt ihr das Problem, dass man das Spülmittel riecht und die Fruchtfliegen fühlen sich davon dann nicht mehr so angezogen. Das Glas stellt ihr irgendwo zur Seite, wo euch das nicht stört, wo ihr das nicht seht. So, und wir nehmen das jetzt erstmal weg. So, Fruchtfliege, du kannst dir jetzt woanders hier was suchen. So, also, wenn ihr mit Sauerteig arbeitet und Fruchtfliegen habt, ist das eure Lösung. Jetzt kommen wir aber mal zu der Sauerteigfütterung. Ich habe jetzt hier schon ein paar Gläser vorbereitet, große wie kleine. Also wenn ihr zum Beispiel nur noch so eine Reste habt, den ihr da einfach im Kühlschrank aufbewahren wollt, dann ist so ein kleines Glas, das ist von meiner Gewürzmühle so eins, ganz gut. Ihr könnt aber auch, wenn ihr nichts kaufen wollt, so alte Gurkengläser nehmen. Die eignen sich dazu. Deckel kann man immer nachkaufen. Die werden ja irgendwann mal unschön, wenn ihr Pech habt. Rosten eventuell von drinnen. Dann auf gar keinen Fall verwenden, entsorgen. Und zum Beispiel, das seht ihr bei mir an den Kanälen auch verlinkt, Gläser und Flaschen zum Beispiel. Da könnt ihr mal schauen, die haben auch gerade extrem Sale. Da könnt ihr einzelne Deckel nachkaufen. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Die 80er oder so, müsste ich mal gucken. Das sind die gleichen Deckel wie die hier. Moment. Ja, ich kann sonst mal gucken. Ich lade dieses Video morgen nochmal bei YouTube hoch. Dann verlinke ich euch das nochmal. Also da sonst mal eben gerne vorbeischauen. So. Diese Weggläser, Einmachgläser, da habe ich euch schon mal gezeigt, wie ihr Brot darin backt. Sowohl ein schönes Vollkornbrot als auch ein helles. Zum Einwecken, dann habe ich hier noch so kleine 580 Milliliter Gläser oder hier nochmal so ein Teigglas. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ich habe halt, wie gesagt, sonst hier diese Weggläser, die sind super. Ganz nach eurem Gusto und es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Sauer ihr Teig habt. So, jetzt kommen wir aber hier mal zu Dora. Die liebe Dora, Lara habe ich euch ja schon gezeigt, die hat da was. So, und ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Das sieht ein bisschen aus wie Wellen. Keine Sorge, es ist kein Schimmel. Das würde man riechen. Schimmel riecht sehr muffig. Sauerteig, wenn er nach Nagellackentferner riecht, also so nach Aceton oder sich hier so etwas bildet, zeigt euch einfach, dass es ihm gerade nicht gut geht. Das ist wie, wenn unser Immunsystem gerade nicht so auf der Höhe ist und ihr anfällig seid. So ungefähr ist es jetzt hier mit diesem Sauerteig. Wer möchte, kann das abmachen. Das ist ganz harmlose Kamhefe. K-A-H-M geschrieben, also nicht wie der Kamm, den ihr für die Haare verwendet. Die ist aber tatsächlich sehr probiotisch und gesund, deswegen mische ich sie drunter. Und glaubt mir, am Anfang meiner Sauerteig-Karriere und Zeit war mir da nicht so wohl zumute. Und ich habe wirklich gedacht, Mensch, unsere Familie wird morgen in der Zeitung stehen, dass sie durch ein Sauerteigbrot gestorben ist, weil ich ihr sowas gegeben habe. Wir leben jetzt schon seit ganz vielen Jahren damit und wie gesagt, es ist etwas Natürliches. Wer das nicht mag und ein Problem damit hat, das einfach wegmachen. Also das will ich ganz klar hier eben darstellen. Ich zeige es euch, weil das einfach manchmal im Alltag ist. Es gibt routinierte Sauerteigbäcker, die sind da wirklich, die haben so, die backen ihre ein, zwei Brote, frischen das auf, machen bestimmte Mengen, ganz schön super. So, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich ja nicht nur für meine Familie backe, sondern auch für euch. Habe ich mal mehr, mal weniger Sauerteig und dann versuche ich euch ja auch immer wieder was zu zeigen. Mal glutenfrei, mal Roggen, mal Dinkel, mal Weizen. Und da kann es immer mal passieren, dass irgendein Sauerteig in der hinteren Ecke im Kühlschrank vergessen wird. Macht euch da keine Gedanken, das ist vollkommen normal. So, also füttern. Ich habe hier jetzt in einer Schüssel ein wenig Dinkelmehl. Moment. So könnt ihr es jetzt besser sehen. Also, hier ist Dinkelvollkornmehl. Ihr könnt theoretisch, egal was für einen Sauerteig ihr habt, könnt ihr jegliches Mehl hinzugeben. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht, Vollkornmehle zu verwenden. Egal, ob das glutenfrei ist, ob Weizen, Roggen oder Dinkel. Komplett egal.
Ich finde, Vollkorn ist immer ein bisschen sicherer, hat mehr Inhaltsstoffe, mehr Mineralstoffe. Es funktioniert einfach ganz gut. Das ist meine persönliche Auffassung. So, ich habe jetzt hier mal so 3 Esslöffel reingegeben. Ich habe auch Videos noch bei mir auf meinem YouTube-Kanal, wo ihr dann die genauen Grammzahlen habt. Also für 100 Gramm Sauerteig, Fruchtfliege geh weg, habe ich so und so viel Gramm Wasser und so viel Gramm Mehl genommen. Das könnt ihr gerne, wenn ihr am Anfang unsicher seid. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, deswegen gehe ich ein bisschen nach Bauchgefühl. Wichtig ist bei mir, finde ich, immer die Konsistenz. Bei dem hier normalen Sauerteig, den wir Deutschen quasi immer machen, ist die Konsistenz waffelartig. Es gibt aber auch Varianten, die fester sind, wie der italienische hier. So, also die italienische Lievito Madre, das heißt die Mutterhefe. Und es gibt aber auch, was die Franzosen zum Beispiel gerne mögen und viel verwenden, das habe ich euch auch schon gezeigt, einen flüssigen Sauerteig. Ihr könnt das selber machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier einen Waffelteigartigen. Gebe Mehl hinzu und wenn ich will, könnte ich den jetzt flüssig machen. Einige behaupten, flüssiger Sauerteig ist einfacher für Anfänger zu handeln. Testet es aus und stellt mir Fragen, wenn es da Fragen gibt. So, ich habe jetzt hier so ein bisschen Leitungswasser vorbereitet. Gieße das hier hinein. So. Gestern im Livestream habe ich euch ja gezeigt, wie ihr testet, ob euer Sauerteig triebstark ist. Meiner war es nicht. Überraschenderweise. Ich hatte gehofft, dass der Lievito, also die Lievito, Lara, es doch noch ist. War sie nicht. Schade. Beide Tests waren wirklich sehr negativ. Es müsste so sein, wenn ihr ein Klecks Sauerteig in ein Glas Wasser gebt, dass das ganz oben schwimmt. Dann ist der wirklich richtig fit. Da sind auch genügend Hefen damit dabei. Und das bedeutet dann, dass ihr direkt damit backen könnt. Schwebt es so in der Mitte des Glases von diesem Wasserglas, was ihr dann habt, dann ja, frischt ihn nochmal eben auf, dann passt das schon. Ist er ganz unten, wie es gestern bei mir der Fall war, ja, dann geht es dem Sauerteig nicht so gut. Und deswegen füttern wir ihn. Das ist nämlich das, was er braucht. Ich muss dann immer so ein bisschen an meinen Vater denken. Wenn der hungrig war, dann ging es dem auch immer nicht so gut und der hatte schlechte Laune. So. Und so ungefähr sind unsere Sauerteige. Wenn die nicht ordentlich was zu futtern kriegen, dann sind die sauer, haben schlechte Laune und es geht ihnen nicht so gut. Das Immunsystem funktioniert nicht. So, und jetzt fülle ich den mal um. Moment. Ich habe das jetzt einfach hier umgerührt. Ihr könnt das auch machen. Das mache ich vielleicht gleich. Beim Lievito Madre, der muss ja immer ein bisschen geknetet werden. Da könnt ihr das vielleicht auch immer auf den Teller machen. So, und ich glaube, ich nehme hier. Zack, ich mache mal hier das. Das ist hier vom Brotliebling das Glas, was ich hier habe. Moment, so. Für Anfänger super, weil hier steht immer die Temperatur. Ich hatte jetzt immer das Glück, im alten Haus, wo wir gewohnt haben, war das immer extremst warm. Also wir hatten im schlimmsten Fall 25, 26 Grad. Sommer wie Winter, ohne dass wir groß geheizt haben. Also wirklich kaum geheizt. Und Temperatur ist wichtig, auch bei Sauerteig. Das habe ich gestern schon mal erklärt, falls ihr nicht dabei wart. Je wärmer ein Sauerteig geführt wird, umso milder ist er. Je kälter er geführt wird, umso säurehaltiger ist er, weil sich dann die Essigbakterien mehr vermehren. Bei warmen Temperaturen eher die Milchsäure. Und wenn ihr ein richtig schönes, saures Sauerteigbrot haben wollt, kälter führen, dauert dann vielleicht ein bisschen länger von der Zeit her, bis es sich vermehrt, aber funktioniert super. Oder einfach im Kühlschrank vergessen, dann wird er auch säuerlich. Hat aber keine Triebstärke, dann braucht ihr wieder Hefe. So, also genug gequatscht. Hier füllen wir jetzt erstmal um. Ich habe das jetzt hier mit meiner Teigkarte gemacht und ich hoffe, ihr seht hier die Konsistenz. Also die ist so wirklich waffelteigartig. Wie man belgische Waffeln vielleicht auch macht. So, und ich zeige euch morgen Abend, wie das dann aussieht. Ob da was passiert ist, ob da nichts passiert ist.
Vielleicht auch schon früher, je nachdem, wie es morgen früh aussieht. Da muss ich mal gucken. So. Zack, zack, zack. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal kostenfrei, dann verpasst ihr da nichts und lernt alles, was ihr wissen müsst über Sauerteig, ohne dass das zu einer Raketenwissenschaft wird. So, zack. Bisschen geklebt. Das ist aber nicht schlimm. Das mache ich gleich mal eben sauber. Moment, ich habe hier so ein Tuch. Das war eigentlich dafür gedacht, die Kamera hin und her zu schieben. So. Also, jetzt haben wir hier den Sauerteig. Ich verschließe ihn jetzt mit dem Deckel. Und einige verschließen den nicht richtig. Die machen den nur so, dass sie den so drauflegen. Das ist okay, das könnt ihr machen. Ich verschließe ihn immer so ein ganz kleines bisschen. Das reicht aus, dass falls das Glas nicht ausreicht, dann kommt das trotzdem raus. Also da müsst ihr euch keine Sorgen oder Gedanken machen, dass da irgendwas aufplatzt oder ähnliches. Das klappt so tatsächlich. So. Und das ist jetzt Dora Dinkel, ist gefüttert. Ihr könnt jetzt, das gibt es ja jetzt hier, so einen kleinen Gürtel. Den schiebe ich mal hoch. Einhändig ist das ein Spaß. Moment. Kriege ich das so hin? Ja, das klappt schon. Wir haben heute Mittwoch. Es ist abends. Wir haben 9:30. So, das ist immer so ein Dreierschritten. Hier ist der Mittwoch. Da. Das ist 6, 12, dementsprechend ist das hier die 9, hier wäre es 3, 12, 15, 18, 21. So, und wir haben jetzt ein bisschen nach 21. Deswegen mache ich das ein bisschen hinter dem Strich. Und dann macht ihr das Band so, dass das obere, also die Oberkante von dem Band mit der Teigkante. So, könnt ihr das sehen? Also so ungefähr. Dann wisst ihr nämlich, wenn der Teig dann aufgeht, ob er sich verdoppelt hat, ob da sich gar nichts getan hat oder ob er dann im schlimmsten Fall aus dem Glas wandert, weil es dafür dann zu klein wäre. Also ein richtig aktiver Teig, dem würde das tatsächlich viel zu klein sein. Das kann ich schon vorhersehen und sagen, das würde nicht funktionieren. So. Das haben wir. Dann mache ich ihn mal hier kurz. Irgendwie ist ein bisschen feucht, weil das hier in der Küche gerade so warm ist. Ich habe das Fenster zugemacht, damit hier nicht so die Geräusche von draußen kommen. Ich lege euch jetzt hier nochmal rein. Ich weiß gar nicht, wie die Akustik ist, wenn ihr da so im Glas steht. Aber kommen wir mal zu Lievitomate. Und jetzt hole ich mir dann doch, glaube ich, eben einen Teller. Moment. Und zwar nehme ich tatsächlich zum Auffrischen von Lievitomate immer gerne einen tiefen Teller. Das liegt einfach daran, dass ich finde, dass das besser zum Auffrischen ist. So. Den hole ich jetzt mal raus, weil das so ein fester Teig ist, was man hier teilweise gar nicht mehr so erkennt. Na doch, jetzt schon. Klappt das nicht mit der Teigkarte. Also da muss ich wirklich mit dem Löffel ran. Bei so einem Gefäß. So. Ihr könntet auch noch das Glas in Wasser eintunken und das ausspülen. Also, ich habe das schon gesehen. Einige hatten irgendwie versehentlich ihren Sauerteig komplett aufgebraucht und hatten dann nur noch so ein Glas da und waren dann ganz verzweifelt und haben gesagt: Nein, Mist, ich habe meinen Sauerteig komplett aufgebraucht. Dieses kleine bisschen, was hier am Gläserrand ist, würde ausreichen, wenn ihr das dann mit Mehl und Wasser füttert, gut schüttelt, dass ihr euren Sauerteig auffrischen könnt. Das einfach nur, dass ihr das wisst. So. Hallo an alle, die dazugekommen sind. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal hier liegen. Normalerweise ist beim Lievitomatre das so: Man nimmt 100 Gramm von seinem Bestands. Sauerteig ab und gibt 100 Gramm Mehl, meistens ein Weizenmehl dazu. Es geht aber auch mit 630er Dinkel, also einem hellen Mehl auf jeden Fall, und 45 Gramm Wasser.
Jetzt ist es so, dass ich das schon ein paar Jährchen mache und ich habe einfach jetzt keine Lust, das abzuwiegen. Bin ich ehrlich. So. Und deswegen mache ich das jetzt frei Schnauze. Dafür habe ich jetzt hier in dieser Schüssel ein bisschen Weizenmehl genommen. So. Ich nehme jetzt auch nicht zu viel Mehl, weil ich musste jetzt so zwei, dreimal auffrischen, damit diese Sauerteige wieder fit sind. Und also es gibt diese sogenannte dreistufige Reaktivierung. Das bedeutet, ihr füttert euren Sauerteig, nach 6 Stunden füttert ihr ihn wieder und dann füttert ihr ihn nach 6 Stunden und lasst ihn dann 12 Stunden ruhen. Meistens erholen sich dann die Sauerteige, wenn ihr zum Beispiel einen eingefroren habt, ihr habt ihn getrocknet oder wie ich jetzt vergessen. Also muss ich jetzt theoretisch mir den Wecker in 6 Stunden stellen, aufstehen und wieder füttern. Mache ich natürlich nicht. Ihr könnt den dann auch, wenn es sein muss, dann mal eben über Nacht stehen lassen. Also 22, wobei, ja, der wird 7, 8 Stunden bei mir ungefähr jetzt stehen und dann aufgehen können. Also von daher gucken wir jetzt mal. So, dann habe ich hier jetzt nochmal so einen kleinen Löffel. Mach mir die Reste ab. Lievitum madre, die Mutterhefe, ist ein bisschen, finde ich, für den Anfänger eigentlich ganz gut und gleichzeitig auch nicht gut. Das hat folgende Bewandtnis. Sauerteig stellst du normalerweise in 5 Tagen her. Die normalen Anleitungen, die ihr von Lievitum madre im Internet findet, dauern meistens 21 Tage. Ich habe euch gezeigt, wie ihr das tatsächlich auch in 5 Tagen hinbekommt. Und aber auch, wie ihr sowohl Sauerteig als auch Lievito madre auch innerhalb von 1,5 Tagen hinbekommt. Mit der Hilfe von dem hier. Das ist Hefewasser. Selbsthergestellte Hefe. Das ist kein Muss, aber das gibt es bei mir auch. Und falls euch das interessiert, sagt gerne Bescheid. Ich mache auch gerne mal so ein Hefewassertest. Das heißt, ich habe euch gezeigt, wie ihr wisst, dass ein Sauerteig triebstark ist. Das gleiche kann man bei Hefewasser auch machen. Mit dem Unterschied, dass ihr das nicht mit einem Wasserglas macht. So. Ja, weil Hefewasser in Wasser aufzulösen, um zu gucken, wie triebstark es ist, bringt nicht so viel. Kommen wir jetzt weiter zur Lievito madre. Ich habe jetzt hier das Ansteckgut, habe alles mitgenommen, auch die trockenen Stellen. Viele machen das so, dass die sagen, nee, die trockenen Stellen, die lasse ich weg, das will ich nicht haben. Ist totaler Quatsch. Das, wenn ich das jetzt hier vermische mit ein bisschen Wasser, das wird wieder weicher. Also da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Und deswegen mache ich das wieder rein. Ich finde das totale Verschwendung, wenn man irgendwas wegschmeißt. Es gibt auch ganz viele, die bei Sauerteig sagen, nee, also wenn mein Sauerteig keine Triebkraft hat, dann frische ich den auf mit, was weiß ich, 50, 100 Gramm Sauerteig und mit Mehl und Wasser und der Rest wird weggeschmissen. Bitte Leute, macht das nicht. Das ist die größte Verschwendung, die es gibt. Im schlimmsten Fall könnt ihr damit Pfannkuchen, Waffeln, Pizza backen, dass ihr die einfach zu eurem Teig noch mit hinzugebt. Aber wegschmeißen ist wirklich die allerletzte Option und dafür habe ich tatsächlich gar kein Verständnis. Das finde ich so schade, so unnötig. Deswegen tut euch den Gefallen, macht das nicht. So, jetzt kommt hier ein bisschen Wasser hinzu. Wie gesagt, 100 Gramm Lievito, 100 Gramm Mehl, 45 Gramm Wasser. Ich mache das jetzt frei Schnauze. Dann gucken wir mal, wie weit ich komme. So. Dadurch, dass der wirklich so wochenlang gedümpelt hat im Kühlschrank, der Arme, ist der irgendwie so ein bisschen weicher geworden. Der war richtig schön fest und ich merke, das war jetzt ein bisschen viel Wasser, aber das ist nicht schlimm. Wir brauchen ja immer Lievito madre. Den kann man überall dazu. Also wenn ihr mal so Reste habt, wo ihr denkt, Mensch, ich fütter den die ganze Zeit, ich komme nicht zum Backen und ich mache jetzt hier gerade Pfannkuchen oder ich mache hier jetzt irgendwie einen Pizzateig, immer ein Löffelchen dazugeben. So ein Esslöffelchen Sauerteig, ein Esslöffelchen Lievito madre, immer dazugeben. Das geht immer. Und dann habt ihr keine großen Teigunterschiede und könnt eure Reste aufbrauchen. Ansonsten findet ihr auf meinem Kanal ganz viele Rezepte noch dazu. So.
hier noch schön umrühren. Das ist für euch natürlich jetzt ein bisschen der Nachteil am Live. Ich kann nicht vorspülen oder das schneiden. Anders als bei meinen sonstigen Videos. Aber hier, der wird schon ein bisschen fester. Ihr könnt auch, ich habe Zuschauer, die Probleme haben, Teig selber mit der Hand zu kneten, weil das einfach von den Gelenken her nicht in Ordnung ist oder sonst irgendwie was. Ihr könnt Sauerteige auch über eure Küchenmaschine oder über euren Handmixer durchmixen. Das geht ganz genauso. Funktioniert super. Ich habe nur jetzt keine Lust, deswegen die Maschine anzustellen. Die Kinder liegen alle im Bett. Mein Mann wahrscheinlich auch und lassen es sich gut gehen. Und wir machen nochmal hier was Köstliches. So. Also hier, ihr seht schon, es wird langsam fester. Lievito madre ist einfach ein sehr fester Teig von der Teigausbeute. So, es ist aber noch nicht fest genug, weil ich habe hier noch was an den Händen. Ich zeige euch gleich auch noch mal einen kleinen Trick. So, was ihr machen könnt, wenn ihr teigige Hände habt. Oh, dann drehen wir das jetzt hier mal ein bisschen. Jetzt langsam kommen wir zur Konsistenz. Ich streiche mal hier so ein bisschen die Teigreste ab. So. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich riesig. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Wir frischen hier gerade Lievito madre auf. So. Übrigens auch nochmal für diejenigen, die später gekommen sind. Falls ihr noch einen Namen für G habt, für meinen glutenfreien Sauerteig. Es muss ein weiblicher Name sein, weil ich habe 5 Sauerteige. Guck gerade auf meinen Schmierzettel da hinten. Und ich habe Rudi Roggen, Willi Weizen, Dora Dinkel, Lara Lievito und jetzt fehlt mir noch für glutenfrei. Ich habe das gestern schon erklärt. Ursprünglich hatten wir Gitti glutenfrei für Brigitte quasi. Das hört sich aber so ein bisschen nach Igitt an, haben meine Kinder gesagt. Also müssen wir uns was Neues überlegen. Und ich wollte, weil es eigentlich der Sauerteig ist, den Frauen ein bisschen Vorrechte geben. Ich weiß zum Beispiel, der Marcel Paar, ein ganz toller, großer YouTuber aus der Schweiz, der nennt sein Lievito madre, oder ich glaube generell sein Sauerteig, das weiß ich gar nicht, Bruno. Ja, kann man machen. Ich kann jetzt mit Bruno nichts anfangen. Aber das ist auch ein Schweizer. Ich bin kein Schweizer und deswegen dachte ich mir hier so irgendwie, was weiß ich. Gisela, da muss ich immer gleich an den einen Comedian denken. Dann Gesa, Gelinde, dann habe ich noch gekriegt Gwendolin. Also ich habe ganz tolle Namen gekriegt. Und oh, jetzt machen wir das mal hier weg, das wird zu mehlig sonst. Moment, ab in die Spüle. Und da wollte ich euch fragen, wenn ihr da was habt, sagt Bescheid. So, also ihr seht, der Teig ist jetzt viel fester geworden. Und wenn ihr mit Dinkelmehl arbeitet, dann könnt ihr das so 5 bis 8 Minuten kneten. Ihr könnt das auch jetzt hier 10 Minuten kneten. Ich nutze das jetzt hier einfach, dass ich es richtig ordentlich mache. Wenn hier irgendwas abfliegt, noch mit wieder reinkneten. Und dann muss ich wirklich überlegen. Ich glaube, ich muss das auf 2 Gläser gerade verteilen. Oder ich habe hier noch so meine anderen Glasbehälter, die ich verwende. Ich glaube, die nehme ich dann eben so. Gundi glutenfrei. Ja, auch sehr schön. Gesa auch sehr schön. Da gibt es noch jemanden, der geschrieben hatte, Gesa war seine Nachbarin. Und da dachte ich, okay, wenn sie das war, weiß ich nicht, ob ich das gut genug finde. Also Gundi und Gesa. Also Gundi finde ich auch tatsächlich sehr angenehm. Ich finde so Namen, die man sonst selten hört. Also, Bühne frei, ihr dürft gerne hier. Greta ist beigetreten. Entschuldigung, dass ich dich jetzt nenne, aber Greta würde auch noch gehen. Greta glutenfrei. So. Womit backt ihr eigentlich? Eher so mit, also backt ihr überhaupt? Und wenn ja, mit Weizen, Dinkel, Vollkorn, hellem Mehl?
Was wollt ihr backen? Was backt ihr generell, wenn ihr gebacken habt? Also, das würde mich sehr interessieren. Also, lasst es mich bitte gerne wissen. Ich finde das immer super interessant. So. Übrigens, weil ich es gerade lese mit Wohnwagen. Backen mit Sauerteig und Hefewasser geht auch super im Wohnwagen. Ich habe auch einige Rezepte, die schnell gehen oder wo ihr auch keine Küchenmaschine oder ähnliches braucht. Das nur so als kleiner Hinweis. So, ach Mensch. Ich muss sagen, ich habe ja auch einen langen Arbeitstag, wie ihr wahrscheinlich gehabt habt, hinter mir. Aber ich habe gestern schon gesagt, ich konnte jetzt ganz lange nichts machen online, weil wir umgezogen sind und erstmal kein Internet hatten. Das war ein bisschen doof. Und ich genieße das gerade sehr, mich wieder ein bisschen mit euch austauschen zu können. Das ist wirklich ein Genuss. So, und jetzt seht ihr, ich habe so teigige Finger. Und die jetzt zu waschen ist immer blöd. Aber es gibt einen kleinen Trick. So. Das hatte ich euch ja gesagt. Das da. Denn das ist so ein Teigtuch. Das nehmt ihr und wascht damit unter Wasser, unter fließendem Wasser eure Hände. Und in 0, nix habt ihr das sauber. Das zeige ich euch mal. Ich will nur eben erst hier den Teig verstauen. So. Ich zerteile den jetzt mal eben hier in zwei Stücke. So. Ich habe nämlich wirklich Angst, dass der mir sonst überschwappt. Da habe ich tatsächlich gar keine Lust drauf. Und ihr könnt hier schon den Unterschied erkennen zu Dora Dinkel. Der ist wesentlich fester. So, also, ich gehe jetzt hier ans Spülbecken. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Befeuchte meine Hände. Nehme jetzt dieses Tuch. Und kann hier ruckzuck damit meine Finger sauber kriegen. Und das finde ich so genial. Im Prinzip habe ich schon gedacht, das hätte ich mir auch selber häkeln können. Aber das ist halt auch nochmal so ein Synthetikstoff und richtig genial. Also, ich mache das jetzt nicht länger als nötig. Ich könnte das jetzt noch viel feiner machen. Mir geht es einfach nur, dass ihr seht, wie schnell das geht. Ich müsste sonst normalerweise für dieses Ergebnis hier mit den Händen, das war gerade voller Teig, so und hier ein bisschen so an den, ne, aber das kennt ihr ja, am Nagelrand, bräuchte ich mindestens 10, 15 Minuten. Mit diesem Tuch, was dann in die Waschmaschine darf, geht das super einfach. So, machen wir mal weiter. Wir müssen jetzt hier den Sauerteig noch abdecken. Also der kommt hier weg. Hier. Deckel drauf. Einmal. Zweimal. So. Und jetzt könnt ihr den Unterschied auch tatsächlich erkennen. Hier ist noch Dinkeldora. Ganz flüssig, wie ein Waffelteig. Und Lievito Madre ganz fest. Das ist wirklich der größte Unterschied und dass ihr damit dann süßes Gebäck machen könnt. Und ich finde das so herrlich, wenn ihr was selber backt und dann die Sauerteige mit hinzupackt. Ich habe mal ein Brot gemacht, in dem nicht nur mein Hefewasser da war, was ihr da hinten seht, sondern auch ein Sauerteig und Lievito Madre. Und jetzt ist natürlich der erste Gedanke, hä, das ist ja Quatsch. Du hast ja schon eine Hefe. Sauerteig, okay, das kann man vielleicht nochmal nachvollziehen wegen den Mikroorganismen, da ein bisschen säuerlicher und so. Aber die Kombination, nicht nur Hefewasser-Sauerteig, sondern Hefewasser-Sauerteig-Lievito Madre, ist tatsächlich nochmal wirklich ein Game Changer, wie es so schön neudeutsch heißt. Also es ist wirklich fantastisch. Ich habe damit schon Brote gebacken. Ihr könnt aber auch nur mit Hefe, nur mit Sauerteig oder nur mit Lievito Madre backen. Aber probiert wirklich mal die Kombi aus. Ich finde das echt genial. Und wie gesagt, Rezepte hier auf meinem Kanal, sowohl auf TikTok als aber auch auf YouTube. Und ich hoffe, euch hat das Ergebnis hier heute gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas ist, bitte gerne melden. Kanal natürlich kostenfrei. Abonnieren, Daumen hoch, Herzchen. Alles, was ihr könnt. Bitte, ich freue mich da riesig drüber. Ich bin wieder so gerne bei euch. Morgen würde ich euch gerne das Ergebnis zeigen.
Und wenn ihr mehr davon sehen wollt oder auch andere Sachen dann im Live, lasst es mich bitte gerne wissen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend, nicht Arbeit, zauberhaften Abend und ganz liebe Grüße, eure Emma.